verbringen im Rahmen von dieser wunderschönen Musiksendung Sing Meinen Song. Und diese zwei Herren hier am Schlagzeug und an den Keys, die müssen euch bekannt vorkommen. Das ist hier der Mastermind von der Musik bei Sing My Song, Matthias Grosch. Und Mario ist die Machine, die Rhythm Machine of Sing My Song. Die anderen drei Burschen sind auch bekannt, die spielen bei mir. Yeah. Ich würde gerne heute Abend ein Song aus dieser Staffel singen, und zwar eins auf Deutsch. Ich habe mich in ein Lied von Johannes Oerding verliebt. Dieses Lied heißt Heimat. Und wir haben auch so eine kleine Tradition. Wir bauen bei jedem Konzert so eine kleine Schweigeminute ein. Wir nennen das eine Friedensminute. Und es wäre schön, wenn wir das heute Abend auch hier in Schwetzingen am Ende des Liedes einfach auf euren wunderbaren Applaus verzichten und gemeinsam einfach in die Stille gehen. Und dann danach, verspreche ich, wird nur noch Party gemacht. Aber die Frage ist, ob ihr das auch wollt. Wir wollen es nicht aufzwingen. Sollen wir das vielleicht mal machen? Cool. Hier ist Heimat. Dein Gesicht spiegelt sich Regenpfützen, ich sogar grau, kannst du gut tragen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad such, ich find es hier. Oh, Heimat, schön wie du mich ablachst. Du bist immer da, wenn ich kein zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder abziehst. Ich trag dich immer, immer bei. Du und ich, nachts allein im Neonlicht, manchmal tanze ich mit dir. Nicht so, ich kenn dich in- und auswendig, und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise, fühle doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh, Heimat, so schön wie du mich hast. Immer bei mir, kein Souvenir.
die Friedensminute einzuleiten, habe ich letztes Jahr einige Tage in einer Glockengießerei verbracht. Es ist so, im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden über 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt, um Waffen herzustellen. Und ich habe letztes Jahr diesen Prozess umgekehrt. Ich habe Kriegsschrott und Waffen gekauft und eine Friedensglocke geschmiedet, die Peace Bell. Dankeschön.